Ihr dürft gerne noch hineinkommen, euch niederlassen. Ihr könnt auch gerne draußen stehen bleiben, Löcher in die Luft starren, euch die Beine in den Bauch stehen, die Muskulatur eurer Waden kräftigen, fröhlich Löcher in die Luft starren, nichts sagen und grinsen. Das hätte außerdem den Vorteil, dass ihr euch fast unbemerkt noch davon schleichen könnt, während die Leute hier drinnen mitten im Geschehen wären und nicht mehr so leicht hinauskämen. Macht es also gerade so, wie ihr gerne mögt. Wenn ihr so freundlich wärt, einen Gang freizuhalten, damit die Leute noch herein können, die gerne herein wollen, und die Leute hinaus können, die doch wieder lieber hinaus möchten. Einstmals stand ein Königsschloss an den Ufern eines kleinen Teiches. Es duftet so gut, dass der junge Mann gar nicht anders kann, als sein Messer herbeizunehmen und sich nur ein kleines Stück von dem weißen Fleisch abzuschneiden. Das Fleisch übrigens war kein Hühnchen. Es war auch kein Puter und keine Ente. Es war nicht Rind und nicht Schwein. Was für ein Fleisch mag dies wohl gewesen sein? Es war ein Stück Fleisch von einer weißen Schlange. Die Stimmen kommen von außen, von seinem Fenster. Er geht zu seinem Fenster und schaut hinaus, aber dort ist niemand außer zwei Vögel, die hocken auf seiner Fensterbank. Und der eine sagt zu dem anderen, ich habe so einen Hunger, wo bekommt man denn etwas Gutes zu essen? Wo man einen guten Fang kriegt? Ja, ja, oh, dort drüben, da gibt es lauter saftige und große Würmer. Niemand in unserem Schlosse würde meiner Frau einen goldenen Ring stehlen. Aber dieser junge Diener, der erst seit kurzem hier ist, das ist so ein neugieriger Kerl. Der mag es gewesen sein. Der Diener verbeugt sich vor dem König und spricht, mein Herr, ihr habt mich gerufen. Jawohl, der goldene Ring meiner Gemahlin ist gestohlen worden. Und du bist gewiss der Dieb. Und wenn du den goldenen Ring bis morgen Abend nicht wiederbringst, so sollst du des Todes sein. Der Henker schärft schon sein Beil. Dort schwimmen gerade zwei Enten herum. Die eine sagt zu der anderen, Quack, Quack, wie geht's dir denn so? Oh, Quack, Quack, mir geht's gar nicht gut. Mir liegt zumeist was im Magen. Quack, Quack, was denn so, was denn so? Oh, ich habe etwas Großes, Rundes aus Metall verspeist. Ach. Da lacht der junge Mann und denkt sich, ha, ich weiß, das ist der goldene Ring der Königin. Und wenn sie jetzt hier wäre, so würde ich sagen, Königin, kommt zu mir, lasst euch bei mir am Teiche nieder. Ich will euch verraten, wo der goldene Ring ist. Dann spricht der König, nachdem der junge Mann sich endlich gesetzt hatte. Ich hatte dich falsch verdächtigt. Ich hatte gesagt, du wärst der Dieb des goldenen Ringes, aber du bist es nicht gewesen. Ich hatte ein falsches Urteil gesprochen. Verzeih mir, du darfst dir alles wünschen, was du nur haben willst. Und der junge Mann lacht laut und fröhlich auf. Und hätte er ein Schwert in der Hand gehabt, er hätte es so gebogen, dass man es nicht wiedererkannt hätte. Dann erreicht er die Stadt und dort ist eine wunderschöne Prinzessin. Mein Schatz, ja. Sie hat ein herrliches Diadem auf dem Kopf. Gewänder aus Samt in dunklen Farben. Alle, die laut lachen, wissen es vielleicht nicht. Und alle, die schweigen und die Geschichte von der weißen Schlange kennen, die wissen es, oder nicht? Hör mir gut zu. Schweig still. Hör auf, mich auszulachen. Deine Aufgabe soll sein, jedes Getreidekorn aus dem hochgewachsenen Grase aufzusammeln und in den Sack zu tun. Und wenn nur ein einziges Korn fehlt, dann werde ich dir mit dem Schwert, das du nicht in der Hand hältst, den Kopf abschlagen lassen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie natürlich auch noch heute. Der es gesehen hat, ist der Mund noch ganz warm davon.